Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück bei einer neuen Runde von Let's Play My Time at Portia. Ich habe gerade mal eine kleine Pause gemacht, um einen kleinen Happen zu pappen. Und ja, bin jetzt wieder wohlgestärkt an Bord. Wir haben wieder Post. Wir müssen gleich die Angelroute abgeben. Das mache ich mal als erstes. Was steht denn hier drin? Vom Rathaus. Oh, das kann ja wieder nur eine Rechnung sein. Wir machen bei der heutigen Versammlung auf dem Peach Plaza eine wichtige Ankündigung. Bitte kommen pünktlich um 19 Uhr. Oh, okay. 19 Uhr auf dem Peach Plaza. Alles klar, ist aber wieder Haustür. Eine wichtige Ankündigung. Okay. So. Hey, Pinky! Ja! So, der Jack, den kennen wir, glaube ich, schon. Alice kennen wir, Sonja kennen wir, alles klar. So, da hinten wird wieder mit dem Schwert gefuchtelt. Hier sind die Drillinge. Die Mädels. So. Hier gehen. So, und da ist Huiwa. So. So, ein paar Köder bekommen, Raupen, Erfahrungspunkte, ein bisschen Geld, alles klar. So, und da hinten ist noch der Doktor, wenn ich das richtig sehe. Dr. Xu. Mit dem müssen wir auch noch sprechen. Herr Doktor, Herr Doktor! Hey, welcome to Portia. I'm pretty much the only doctor around here, so come see me when you need to heal up or buy health items. Here, have these as a welcome gift. So, ein paar Kräuter haben wir bekommen. Wahrscheinlich können wir uns später auch selber Medizin herstellen. Wir haben, ist ja so am Rumhöppeln hier, da unten auf jeden Fall noch einen. Ach, das wird wahrscheinlich die Sophie sein. Könnte ich mir vorstellen. Ach nee, das ist einfach nur die Brücke bauen. Na toll. Entschuldigung, ich habe so einen kleinen Frosch im Hals und ich habe hier nichts zu trinken, so ein Mist. Das ist immer wieder hervorragend. Buntes Lama. Ich finde die, wie süß diese Lamas. Huch. Kurz einen kleinen Hakler zwischendrin gehabt. So, die Leute haben es hier wieder sehr, sehr eilig. Wer ist das? Den kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Ach, das ist ein Passagier. Naja, okay. So, dann gucken wir mal, ob die liebe Sophie da ist. Soll da vorne auf dem Feld sein. Ja, die ist gerade am Körnchen verteilen, so wie die ganzen Hühnchen angerannt kommen. Hallo Sophie. Hello, nice to meet you. If you have any need for food items or sheets, you come right on by, you hear? Let me give you something as a welcome gift. Ein bisschen Milch. Oh, diese Kügli sind ja süß. Vor allem so dick. Die sind dick und kugelrund. So, hier ist der Steinbruch. Okay, dann brauchen wir noch den Albert und dann haben wir es auch. Dann haben wir alle Leute, die wir ansprechen mussten, angesprochen. Hier hoppeln wir mal eben auf die Kaffeeterrasse drauf. So, der Albert. Ach, der war hier von... ANG Construction. Wahrscheinlich ist das Albert und... wie heißt er? Gast. Albert und Gast, deswegen ANG. Hallo Albert. Welcome. If you're in need of a house or workshop upgrades, this is the place to be. All you need to do is select a plan from the catalog book in our company. Ja, ein bisschen Marmor kriegen wir auch noch. Alles klar. So. Dann haben wir das. Muss ich die jetzt noch irgendwo abgeben, die Quest? Nee, ne? Die ist einfach erledigt. So. Okay. Friseursalon. Ja. Dann haben wir ja soweit eigentlich alles gesehen. Wir waren halt noch nicht in der Klinik drin. Gut, da muss ich jetzt nicht noch zwingend rein. Mit den Leuten drin haben wir ja gesprochen, insofern, das geht schon. MacD Springfee. Ernsthaft, Springfee. Okay.
So, die Baumschule hier hinten, da könnte man irgendwann nochmal hin. Ansonsten geht's hier ins St. Nimmerleinstag. Hier ist das westliche Plateau, aber ich gehe mal davon aus, die meisten werden momentan noch gar nicht ansteuern können. Hier ist der Hafen, Angelplatz, Angelplatz, Angelplatz. Portia Bus. Okay, wahrscheinlich können wir dann irgendwann diese weiteren Strecken mit dem Bus zurücklegen. Was ist das? Aushänge, achso. Okay. So, Forschungszentrum, Börse, okay, Werkzeug, cool, ach, cooler Kumpel ist, der Laden heißt, glaube ich, so. Dann haben wir das, ja, liebe Freunde, ich würde dann schon fast sagen, dass wir uns da mal Richtung Ruine bewegen, damit wir dort mal ein paar Rohstoffe abgrabbeln können. Wir brauchten ja auf jeden Fall noch für die Herstellung, ich muss mal eben kurz gucken, alte Teile brauchen wir. Den Rest können wir uns, glaube ich, relativ leicht machen. Schleifstein, Kupfererz mit dem Steinofen schmelzen. Also 9 Kupfererz sollen 3 Kupferbarren geben. Warum da nicht 3 zu 1 steht, weiß ich auch nicht. Kupfererz findet man in den verlassenen Ruinen. Dann schauen wir doch mal, wie das hier sein wird dieses Mal. Verlassene Ruine. 80 Golds für einen Wochenpass in verlassenen Ruinen zahlen. Haben wir so viel Geld überhaupt? Scheinbar ja. So, richte das Gitternetz auf die Position aus, an der du graben willst. Drücke dann die linke Maustaste, um zu graben. Wähle ein Werkzeug zum Hacken oder Bohren. Drücke F oder LTR2. Aha. Um mit dem Reliktscanner zu scannen. Die Relikte in der näheren Umgebung werden als leuchtende Kugeln angezeigt. Richte das Gitternetz auf für einen Moment auf die Lichtkugel, um den Relikt aufzuspüren und deine Position festzuhalten. Drücke erneut RLT, um das Scannen zu beenden. Übrigens, der Relikt wird dir weiterhin angezeigt. Drücke und halte die Leertaste oder WA. Ja, okay. Um das Jetpack zu benutzen, mit der Bewegungstaste kannst du steuern. Öffne die Karte und drücke E, um zum Eingang der Ruine zu gelangen. Okay. Sieht irgendwie interessant aus. So. Huh. Oh, hier ist was. Alles klar, so, wie kann ich denn jetzt hier graben? Das ist das Jetpack. Also hier vergeht auch, glaube ich, die Zeit nicht drin. So, jetzt werden wir öffnen, drücke A, um zum Eingang zu gelangen. Reliktscanner öffnen, schließen. Muss ich da vielleicht die Spitzhacke hier auswählen? Ah, so komme ich da hin. So. Muss das nur gedrückt halten. Okay, wir haben Kupfererz und alte Teile gefunden. Cool. Da war doch gerade hier noch was. Hier sind überall noch welche. Da ist auch noch was. Level up! Ein bisschen Kupfererz, ein bisschen Erde. So, wo ist das denn hier? Hier, da soll das sein. Stein, Sand, Erde. Wo ist denn das? Da. Okay, wir können immer nur eins auswählen, deswegen hat er das nicht mehr angezeigt. Oh! Mysteriöse Datendisk, alles klar. Missionsstart. Was haben wir denn da jetzt bekommen? Muss mal ganz kurz gucken. Mission. Mysteriöse Datendisk und Datendisk 2. Ich weiß nicht genau, was das ist. Vielleicht sollte ich zum Forschungszentrum gehen und nachfragen. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich jemand aus der Kirche darüber reden. Okay, wir können also entweder die Forschungszentrum die Sachen geben oder der der Kirche. Also ich würde ja fast schon eher sagen, ich würde tendenziell eher zur Kirche tendieren, als zum Forschungszentrum.
Wir buddeln uns hier mal durch. Ich finde das irgendwie total geil, wie das hier gemacht ist. Komm, wir buddeln uns einen Tunnel. Ja, wir graben uns an. Der Archäologe, Missionsstart. Vielleicht sollte ich zum Forschungszentrum nachfragen. Schon wieder eine Quest, oder wie? Der Archäologe, wenn du einen Teil etwas bei Ausgang gefunden hast, geh zum Forschungszentrum und frage Petra, was es ist. Wer ist denn Petra? So, mal wieder rauskommen hier. So, Scanner-Mode wieder. Oh, da unten ist was. Alles klar. Dass ich das mal gedrückt halten muss. Wir kriegen aber sehr viel Kupfer erst. Das finde ich ganz gut. Wir nähern uns der Sache. So, hier gibt es jetzt Stein. Was habe ich aufgenommen? Wasserbehälter. Moment, erstmal den hier. Mal gucken. Was ist das? Wasserbehälter aus Porzellan, Teil 1. Eins von zwei Teilen Wasserbehälter aus dem Porzellan. Hals und Griff. Aber diesmal keine Mission, ne? Ne. Wir finden interessante Sachen. Okay, irgend so ein Relikt wieder. So, wir brauchen auf jeden Fall Kupfer, das ist ganz wichtig. Ein Ledersofa. Oh, wir haben hier ein vergrabenes Ledersofa gefunden, alles klar. Was ist das? Alte Teile, Energie. Ich gucke einfach mal zu Hause, was ich alles gefunden habe. Ich glaube, wegen jeder Sache jetzt gucken macht wenig Sinn. Okay, die Zeit geht hier doch weiter, sehe ich gerade. Schade. Spielzeugmonster Teil 2. Okay, mein Inventar ist jetzt auch voll. Ich müsste jetzt quasi wieder... hier raus! So. Vielleicht hier noch ein bisschen Kupfererz abbauen. Kasching, Kasching. So, ja gut, komm. Kannst jetzt auch übertreiben. Wird ja auch spät. So. Beenden. Jetzt gucken wir doch mal. Was haben wir denn alles Schönes gefunden? So, was ist das? Denkmalmodell, eins von vier Teilen des Denkmalmodells, der Oberteil des Denkmals, okay. Da müssen wir erst alle Sachen finden. Ledersofa, sehr komfortabel, maximal Ausdauer plus 7 und platziert im Haus werden dann zusätzlich Attribute aktiviert. Spielzeugmonster Teil 2, Spielzeugmonster ist der Körper, Stein, Holz, alles klar. Ich sollte nochmal eine Kiste machen, wo ich dann so diesen Grabbel reinlege, den man so zusammenbauen muss. Sowas wie jetzt hier diese, wo wir Teil 1, Teil 4, Teil 3 und sowas bekommen haben. So, ich sehe, hier liegt noch ein bisschen was rum. Wir haben auch ganz schön ordentlich an Punkten verbraten. Unseren Ausdauerpunkten. Oh, und pünktlich um 19 Uhr. Nein! Hab ich das vergessen? Stimmt, da sollten wir auch hin. Gott. Entschuldigung, bin ein bisschen zu spät. Good evening, everyone. Ein bisschen später angefangen, ist ganz gut. We've been having lots of panbat sightings recently. I know they're cute, but still, don't go near them. They're dangerous.
I've asked the Civil Corps to try something to scare them off, but I'm not holding up much hope. We all know what a Panbat infestation's like. Sometimes I wish we had a tank. In other news, we've decided to proceed with the building of a bridge to Amber Island. A builder also, we are in preparations for the construction of the DD transportation system. I'll be securing the funding over the coming weeks and pick a builder soon. Any donations are welcome. TÜV TÜV Transportsystem, geil. What? How come I didn't hear about the bridge? When was this? Oh, now I finally get to fish there. He's asking for money again. Finally, we have a new builder in town this week who lives in the old workshop outside the city gate. Let's all give a warm welcome. Ja, heißt mich alle willkommen. Wie sie am Klatschen sind. Wichtige Ankündigung. Aha. Ginger, Antoine, Presley. Erstmal kurz gucken, wer hier noch alles rumläuft. Albert, Gail. Oh, ach ja, das ist ein Kind. Ich habe nur weibliche Züge gesehen. Oh, da hat jemand eine Quest. Achso, den muss ich dir abgeben. Good day, Builder. Oh, oh dear. A data disk. You know what this is? Of course, this is what the ancients used to store information on their technologies back in the Age of Corruption. It is highly dangerous because there's a chance this little item here could contain the blueprint for Armageddon. You can't be that bad, right? You're what? 18? 19? The Age of Darkness is probably just another fairy tale story to you, right? When I was young, my great-grandma shared her first-hand account of the time before Peach, the time when folks lived in ruins underground. She went days without food, everybody fought each other over the most basic of things, and people were considered old if they managed to live to 30, and it was always, always dark. Imagine that, because that's what the end of the world looked like. That situation was created by the very same sort of dark technologies stored inside this little disc. Anyhow, I'm not trying to scare you, but it's the reality of your builder business. Dangerous technologies are spread all over the world, waiting to be stumbled upon and rediscovered. Places like the Research Center and cities like Vega 5 expedite the recovery. Calamity will strike again, mark my words. Werden uns wahrscheinlich irgendwann zwischen einem der beiden Lager entscheiden müssen. Aber ganz ehrlich, ich tendiere halt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, mehr zu der Kirche. Ich bin zwar auch generell so für Innovation und technischen Fortschritt und so weiter, aber die sind mir irgendwie sympathischer in der Kirche. So, it's a priority of the church to seek out and destroy all the data disks and other dangerous relics. With help from ruin divers, such as yourself, of course. So I can give this to you. Yes, yes, that's right. The church will reward you handsomely for your efforts. We have in our possessions a vast amount of green technology learned through the ages. Wait a minute, I know that look. The church isn't against the use of good technology that can bring telesis to our society. We're only against dangerous technology. Aha, grüne Technologie. Diesen Blick. What kind of green technology? Mostly special seeds, you'll see. We can share what we have with you as you bring us more discs. You do know how to plant crops, right? Grundsätzlich kann ich es mir vorstellen, aber ich mach erstmal Oh dear. You should ask your neighbor Emily about how to farm. Okay, great. Here. I'll take the disc and give you some seeds to get you started. When you discover more discs, bring them to us and we'll give you more seeds. You'll be doing this world a great service. Nein, der Inventar ist voll. Nicht genug Platz im Inventar, pass auf. Dann trinke ich mir doch mal eben hier die Milch. Weiß gar nicht, was macht die überhaupt, die Milch? Stellt wieder her, 6 Ausdauer. Pff. So, Baumwollsamen habe ich dadurch jetzt bekommen. So, mysteriöse Datendisk zum Forschungszentrum gehen. Das kann ich trotzdem noch machen. Na gut, okay.
So, aber erstmal muss ich hier ein bisschen was in meine Kiste reinrotzen. Öffnen. Raupis, hier ein bisschen davon. Tschüss, gefälscht. Datendisk. Marmor habe ich hier drin. Das Zeug. Zinnerz. Energiestein. Die alten Teile packe ich hier auch nochmal rein. Erde und Sand. Pass auf, dann mache ich das hier nochmal raus. Da mache ich dann nämlich nochmal eine Seed-Kiste. Mache ich den Honig hier nochmal mit rein. Fertigen. Habe ich denn die hier jetzt Holzkisten? Achso, das heißt nicht mal, dass wir drei davon bekommen. Das heißt, dass ich da insgesamt fünf von herstellen könnte. Jetzt habe ich es. Ich mache mal zwei. So, und dann... Einmal. Zweimal. So, und hier packen wir dann mal die ganzen Seeds rein. Also alles, was mit Seeds zu tun hat. Und die heißt dann auch nicht Holzkiste, sondern die heißt dann Samen. Ich belasse es so. Ich habe jetzt gesagt, ob ich jetzt Samenbank oder Samenspende oder sowas reinschreibe, aber lassen wir mal. So, und das hier heißt dann, mach ich mal Relikte. Da kommt dann zum Beispiel das hier rein, das hier, okay. Das packen wir uns schon mal nach hier unten. Und diese Datendisk müssen wir auch mal hier vorne hin. So, 22.24 Uhr. Ich glaube, für heute gehe ich da mal schlafen. Kann ich eigentlich die... Ich habe noch irgendeine Mission gehabt. Hier der Archäologe, da muss ich ja auch noch zu der Forschungsgilde, also vom Forschungszentrum. Aber wir haben noch ein schönes Ledersofa bekommen. Das können wir natürlich nochmal eben hier hoch irgendwo platzieren. Hier. Wow. Wie neu sieht es aus? Da quillt schon so ein bisschen das Zeug raus, aber ist ja egal. So, und wir gehen nochmal ein bisschen schlafen. Und so krass wie es ist, liebe Freunde, sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Zack. Kurz eben hier ins Menü, damit die Zeit nicht weiterläuft. Ja, wir waren heute das erste Mal in der Mine und, also, beziehungsweise in der, nee, das heißt ja nicht Mine, das ist ja diese Ruine heißt es, glaube ich. Und ja, wir haben ganz gut was abgestaubt, wir werden die Quest nächste Folge abgeben und dann gucken wir mal, dass wir unsere Schleifmaschine da mal ein wenig auf Vordermann bringen. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von Unserer Zeit in Portia. Bis dahin.